Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 3, die 100 Baby Challenge. Und unser Crawley, der hat jetzt das. Er hat zwar jetzt sein Bild nicht mehr fertig gemalt, aber es ist mir jetzt wurscht. Er hat auf jeden Fall den Haushalt verlassen, weil es halt Zeit war. Ja, okay, dass du die Kleine ins Bett bringst, das ist sehr lieb von dir. Weil die Kleine ist schon müde. Duschen musst du eigentlich nicht. So, und der Kleine müsste vielleicht mal aufs Klo. Den Rest krieg ich, denke ich, auch noch gerade so hin. Du könntest ja trotzdem noch mal versuchen, was zu kochen. Musst du eigentlich Hausaufgaben machen? Nö, musst du nicht. Dann kannst du doch vielleicht tatsächlich mal einen Schneemann bauen, ne? Ich habe jetzt eigentlich nichts dagegen, wenn du dann so ein bisschen Schneemann baust. Und vielleicht kann die Veronika müsstest du sein? Ja. Kann ja auch vielleicht einen Schneemann bauen. Ich bin hier drin sowieso gerade beschäftigt und ja. Ja, alles gut. Er ist eigentlich auch ziemlich müde. Und ich bin mal gespannt, wann es soweit sein wird, dass das Baby kommt. Auf jeden Fall, warum sollen denn die Kinder nicht einfach mal einen netten Schneemann bauen? Vielleicht gibt es ja einen neuen. So irgendwie. Und dann machst du einfach noch einen hin. Weil wir haben ja unsere Schneemänner verloren. Die wurden ja einfach verprügelt. Und dann bringen wir halt den kleinen Mann ins Bett, damit er ein bisschen Energie aufbaut. Weil ich denke mal, er wird ja eh keinen Bock haben, oder? Kommt da jetzt eine. Nee, er ist zu müde. Ich glaube, er hat keinen Bock. Das heißt, wir werden dich auf jeden Fall ins, doch ins Bettchen bringen. Das macht ja aber auch nichts. Wir können ja auch mal hier ein bisschen sauber machen. Auf jeden Fall wird das noch hinhauen, dass wir die groß werden lassen. Ja. Aber es sieht so aus, als ob es ja auch nicht mehr lange dauern könnte. Dann sind die nächsten Kinder da. Vielleicht. Nur eins, vielleicht Zwillinge. Und wir haben ja auch uns ein paar neue Sims kennengelernt. Ah ja, ihn haben wir ja ins Bett gekriegt. Derek Hakimi, mit dem müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen uns wieder unterhalten. Ja, genau. Keith Seemann. Seemann. Oder Seemann einfach nur. Kenton Topkins ist neu dazu, der Frank Werner Hunde.
und Rex Kaspari. Mit dem könnten wir eigentlich uns mal näher beschäftigen. Müll rausbringen, okay. Ja, also wir müssen tatsächlich die Wohnung vielleicht doch ein bisschen vergrößern. Das ist aber freundlich, dass ihr das sauber macht. Post nehmen. Dann. Sibfu, Zobe Laga, Choba, you nerve, Wazala Lokalog. Und sobald dann genug Beziehung besteht, dann haben wir auf jeden Fall jemanden, den wir dann nach unserer Schwangerschaft dann wieder kennen, also näher kennenlernen dürfen. Und dann ja. Was geht hier? Achso, du willst einfach nur an den Computer. Nee, lieber nicht. Weil ich mag nicht, dass die Kinder davon nachher noch wach werden. Hier, das hier könntest du vielleicht verwerfen. Dann könntest du vielleicht auch mal ein bisschen malen. Also wenn du hier Schneemänner kaputt machst, dann ist was los. Ja, mach dir ruhig Notizen. Und jetzt so tun, als ob du gar keine machst, ne? Ich sehe das aber schon, ne? Ich wollte dir das schon lange sagen, aber ich wusste nicht wie. Ich liebe dich, Ron. Ja, genau. Okay. Wie geht's der Kleinen? Die hat... Ach so, ja gut, ja. Wenn die davon nicht wach werden, ist gut. Aber wenn schon, dann... muss ich mir doch mal was einfallen lassen. Ja, wir haben aber jetzt gerade keine Zeit, auf eine Party zu gehen. Ich hoffe, du verstehst das. Die einzige Sprengfalle ist hier. Aber da setze ich mich bestimmt nicht drauf. Können ruhig die Kinder selber dingsen. So, wie lange denn noch? Naja, besser einmal mehr anrufen als gar nicht, ne? Weil die Kleinen stehen bald auf. Du gehst jetzt noch nicht schlafen, weil du erstmal der Kleinen was zu essen gibst. Erstmal die Alltagskleidung anziehen und dann im Hochstuhl füttern. Und dann darf die Kleine theoretisch schon altern, aber ja, das kann man eigentlich dann auch machen. Beziehungsweise ich würde tatsächlich warten, bis dann auch John soweit ist.
Und du müsstest vielleicht noch mal was essen. Dann kannst du ausschalten. Auch schlafen, wenn du möchtest. Gehen automatische Lichter, alle Lichter. Aber ich glaube, ja, wie auch immer. Um das ganze Haus wanderst du hier, ne? Ja, ich komme vorbei. Cool. Aber ich muss vielleicht mal vorher aufs Klo. Könntest du vielleicht dich mal aufs Klo bewegen? Und dann müssen wir vorher noch die Kleine rauslassen. Ich hoffe, er ist auch auf dem Weg und sagt nicht einfach nur, ja, ich komme vorbei und dann stehe ich hier und warte. Und dann kommt da keiner vorbei. Du willst doch jetzt wirklich nicht mit der... Nee. Aufwärmen. Ah, ich glaube, da kommt er. Na dann, begrüß den Lieben mal. Und dann werden wir uns erstmal kennenlernen, so ein bisschen. Kompliment machen. Wir könnten ihn auch mal nach drinnen einladen. Wenn das irgendwie machbar ist. Aber anscheinend können wir ihn nicht nach drinnen einladen. Und dann schleimen wir uns halt ein bisschen mal ein. Aber der Kleine, der steht auch bald auf. Wir haben schon 0 Uhr, wusste ich gar nicht. Es ist immer toll, dass die bereit sind, mit mir dann auch immer zu flirten. Kompliment über Dingsbums machen, kokett, da kann man auch mal. Koketter Witz. So ein bisschen, bevor dann der kleine Mann noch aufsteht. Aber ich glaube, der steht bald auf. Achso, die Kleine ist ja draußen, die ist ja wach. Dann könntest du ja ein bisschen Xylophon spielen. Wir haben dich auf der Party vermisst. Ja, es tut mir leid, dass ich nicht konnte. Oh. Ja, mach davon ruhig Fotos. So, ein bisschen flirten. Feste Beziehung brauchen wir nicht. Mm.
Und dann, wenn das Baby da ist, oder die Babys, dann komme ich nochmal auf dich zurück, ne? Aber jetzt sollte ja die Beziehung reichen, dass ich dich dann auch einladen kann. Und dass er auch dann vorbeikommt. Und ich einfach sage, nein, ich habe gerade keine Lust. Uiuiui. Dann muss ich doch mal gucken, dass ich ihn jetzt nach Hause schicke. Gott sei Dank. Wir haben nicht besonders viel Zeit zusammen verbracht, aber es war nett. Vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal ein wenig länger. Ja, natürlich sehen wir uns das nächste Mal länger. Dann müssen wir auch ins Bettchen, ne? Aber das Baby geht vor, also das Kind. Und wir wollen ja nicht, dass es verhungert oder uns weggenommen wird. Außerdem kann er ja, können wir ja sowieso nicht, noch nicht viel mehr machen. Du könntest dir aber auch mal noch ein Kuchenstück gönnen. Beiden anderen schlafen. Es ist Samstag, ist das nicht schön? Und das Haus ist halt immer noch nicht umgebaut, aber das kommt alles noch. Wir sind ja noch lang genug hier am Wohnen, dass das auf jeden Fall noch machbar ist, dass das Haus sich verändert. So, dann werden wir dir auf jeden Fall die Windeln mal wechseln und dann werden wir dir das Laufen beibringen. Beziehungsweise erstmal dich in die Alltagskleidung rein dingsen und vielleicht mal gucken, wie weit wir schon mit dem Laufen sind. Das ist echt süß. Aber also das bei den nächsten Kleinkindern werde ich denen, glaube ich, mal die Outfits ändern. Damit die was Schönes in der Zeit dann auch zum Anziehen haben. Weil diesen lila Dings, das sieht halt schon schrecklich aus. Aber wieder sprechen lernen und laufen. Deswegen jetzt noch die Kleidung zu wechseln, das rentiert sich halt nicht mehr. Die Kleine beschäftigt sich hier, das ist auch toll. Du bist ja eigentlich im Prinzip abgeschlossen. Na komm, mach's doch nicht so spannend. Veronica Collins beginnt sich ein wenig krank zu fühlen. Hoppala. Wie konnte denn das passieren? Naja, bei Schnee, also im Winter ist es ja immer schnell passiert, dass man sich erkältet. Na, mal gucken, wie lange das hier noch dauert. Aber sie ist halt ziemlich müde, deswegen würde ich fast sagen, dass sie sich erstmal ins Bett haut. Und der kleine Mann, der geht am besten mal aufs Töpfchen. Bevor dann noch ein Töpfchenunfall passiert. Und dann können ja die beiden anderen mal gucken, einer von beiden.
das Sprechen mal weiter beibringt, dass wir dann tatsächlich nur noch einen ganz kleinen Fortschritt, also Moment brauchen, dass dann die Kinder auf jeden Fall heute noch zu Schulkindern werden. Ach ja. Kannst ja auch ein bisschen spielen. So. Ja, dann geh doch was essen. Oder wolltest du noch nicht aufstehen? Aber eigentlich warst du ja. Du kannst auch Waffeln. Waffeln sind immer gut. So, dann werde ich dir mal weiter das Sprechen beibringen. Also, wenn für Simlish als Zweitsprache spenden. Okay. Post nehmen. Ach, du machst dir jetzt einfach Waffeln. Okay, ja, stimmt. Eine Wippe. Okay, eine Wippe kriegen wir bestimmt gekauft. Ich will ja nichts sagen, aber du müsstest mal kurz deine Baukünste beiseite packen, damit du dann auch das Sprechen beigebracht kriegst. Ja, setzt euch einfach vor die Tür. Genau. Wenigstens du kriegst das hin, ne? Du kannst jetzt... Nein, 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 nein. Kannst du das nicht essen? Wieso kannst du denn... Ja, jetzt guck mich nicht so an. Du bist selber dran schuld, wenn du das nicht essen willst. So, ich denke mal, das reicht. Weil den Rest möchte ich gerne selber irgendwie machen. Und dann kannst du dich ja ein bisschen um den kleinen Mann kümmern, dass man sich mit ihm mal beschäftigt. Kann man das auch irgendwie sauber machen? Muss man anscheinend nicht, ja? Du stehst mal am besten mal auf. Machst dich fertig. Hoppala. Du kannst mal John hier absetzen. Und dann kannst du der Kleinen vielleicht mal... Kannst du der mal in den Hochstuhl helfen, dass die was zu futtern kriegt?
Oh, du machst mir das Bett. Das ist sehr lieb von dir. Ganz tolle Kinder haben wir hier am Start. Nein, lass den mal bitte in Ruhe. Okay, du wolltest dich nur um das Kind kümmern. Aber ich möchte ihm gerne das Sprechen noch zu Ende beibringen. Wenn du mal wirklich mal fertig mit Duschen bist, du bist mehr als sauber. 1000 Simoleons im Wellness Center ausgeben. Das können wir uns vielleicht am Ende der Challenge mal überlegen. Aber jetzt ist, glaube ich, nicht so der beste Zeitpunkt, ins Wellness Center zu gehen. Ich glaube, dann sind alle fertig, ne? Dann muss ich 2 Torten holen. 1 und 2. Und dann können wir direkt loslegen. So, ab geht's, John. Da du bei der Erziehung Höchstleistung vollbracht hast, darfst du nun wählen, welches Merkmal John weiterentwickeln soll. Freundlich, okay. Bin ich mit zufrieden? Nein, die Kleine kann auch ihre Kerzen auspusten. Die guckt die Torte an und nein. Wie viele Torte ist das schon? Die 100. oder so. Nein. Noch sind wir nicht bei 100, aber wir sind ja gut dabei, ne? Du siehst wirklich deinem Vater sehr ähnlich. Wenn ich das mal jetzt einfach so sagen darf. Einfach malen gehen. Okay, gut. Trampelt hier. Oh Gott. Okay. Habe ich zwar jetzt nicht ganz genau gesehen, was das ist. Aber wir können das ja bestimmt hier noch nachlesen. Dein Sim bringt es jederzeit fertig, andere Sims zu beleidigen. Ach du Kacke. Dein Sim kleidet sich nur selten dem Anlass entsprechend. Dein Sim versucht selbst in den unpassendsten Momenten andere Sims zu küssen, zu kitzeln oder ihnen einen Antrag zu machen. Und was war das letzte? Dein Sim verfügt im Umgang mit anderen Sims über eine spezielle sich lustig machen Interaktion. Ja, dann gute Nacht, ne? Und wir müssen uns auf jeden Fall mal an die Outfits machen. Das sieht ja hier ganz spaßig aus mit euch.
Dann mache ich das hier noch in der Folge fertig. Für die liebe Ronja. Wenn du bitte hier mal hingehen würdest, dann wäre ich dir sehr dankbar. Weil da muss ich mal drüber gucken. Und das kriege ich dann noch so halbwegs in dieser Folge, in die Folge rein. So, Alltagskleidung. Das ist deine Alltagskleidung. Kriegst du auf jeden Fall was Schöneres. Ja gut, kalt sollte es ja nicht sein unbedingt. Mit Schürze, genau. Nee, das muss eigentlich auch nicht sein. Das sieht doch ganz nett aus, wenn wir denen auch ein paar Strumpfhosen dazu geben. Wäre das doch eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Aber nicht sowas. Ja, an sowas habe ich gedacht. Genau, gestreift. Dann gucken wir, dass wir das ein bisschen dunkler hinkriegen. Und dann machen wir den Gürtel auch ein bisschen weiß. Und dann gibt es noch andere Schuhe dazu. Weil die passen ja so gar nicht, die du da gerade anhast. Vielleicht auch Turnschuhe in schwarz. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Und dann können wir eigentlich auch die... Ja, genau, die Schnürsenkel, die könnten ja auch dann ruhig in einem... feinen Stil sein. So, Abendkleidung. Was finden? Ja, genau. So kannst du total gut rumlaufen. Ich würde dir am liebsten mal so ein Kleid geben. Auch wenn du dich vielleicht jetzt gerade nicht da drin wohlfühlst. Oder warum hast du das Gesicht so verzogen? Aha. Mal gucken. Das Schleifchen, genau. Das würde ich gerne. Und dann sieht das doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. War für den Winter ein bisschen kühl, aber ist ja nur die Abendkleidung. Schlafanzug finden wir bestimmt auch was Schöneres. Genau. Und dann gibt es auch mal zur Abwechslung auch mal schöne Hausschuhe dazu. Die Sportkleidung geht gerade so. Da könnte ich vielleicht gucken, ob ich ein anderes Oberteil finde. Vielleicht sowas hier, genau. Und dann die Schuhe gehen eigentlich auch noch so. Vielleicht könnte ich die in dem grünen in dem Ton machen. Ja, ja, ja. Ich glaube, so lasse ich das auch. Und dann noch die Badekleidung, wo wir ja gar nicht so viel schwimmen gehen. Vielleicht auch eine andere Hose. Sieht eher aus wie eine... ja, wie soll ich sagen... Schon komische Hose. Gibt's auch, ne? Dann ziehe ich dir lieber einen Badeanzug an. Ja. Und die Schwimmflossen brauchst du eigentlich nicht dazu. Winter, Outdoor-Kleidung. Geht eigentlich so, was du da anhast. Aber ich würde, denke ich, die Handschuhe auch in dieser Farbe machen. Genau.
Ja, ich glaube, das können wir so lassen. Und dann wären wir mit der Kleidungsauswahl eigentlich schon im Prinzip fertig. Dann können wir gucken, dass wir in der nächsten Folge auf jeden Fall ihre Frisur, vielleicht ein paar Ohrringe zur Abwechslung mal anziehen. Und dann, ja, sehen wir uns in einer neuen Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss.